Herzlich willkommen zum Online-Kongress Ab in die Zukunft für moderne Montessori-Schulen und freie Schulen. Mit dem Online-Kongress bieten wir eine Diskussionsplattform zu den beiden wichtigen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir bieten Lösungen an und zeigen Beispiele. Als heutigen Gesprächsgast begrüße ich ganz herzlich den Dirk Laufer. Hallo Dirk, ich grüße dich. Beate, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Der Dirk ist angekündigt als der Andersmacher. Das finde ich passt unheimlich gut zu dir. Und du passt vor allen Dingen von deinen Themen absolut zu dem, was ich in der Einleitung gesagt hatte. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind auch die beiden Themen, über die du heute sprechen möchtest. Und mit der Nachhaltigkeit fangen wir an und Digitalisierung machen wir dann zum Schluss. Du stellst dich jetzt bitte aber erst selbst nochmal vor, weil du kannst es am allerbesten, dann mache ich auch keinen Fehler. Also lieber Dirk, herzlich willkommen und bitte erzähl uns, wer du bist und was du machst. Und ja, wir hatten gesprochen, wir fangen mit der Nachhaltigkeit an, wie man den ökologischen Fußabdruck einer Einrichtung verbessern kann. Das wird so dein Hauptthema heute sein. Richtig. Also erstmal herzlichen Dank, liebe Beate, für die Einladung. Herzlich willkommen, liebe Kongressteilnehmer, jetzt zu unserem gemeinschaftlichen Beitrag hier. Mein Name ist Dirk Laufer. Ich bin Geschäftsführer, Gesellschafter der Firma CUP Versicherungsmakler. Wir sind ein Familienbetrieb, in zweiter Generation mittlerweile. Mein Papa hat mal genau ja, dieses Jahr vor 20 Jahren mit gegründet und hat gesagt, okay, er möchte auch sehr, sehr gerne anders sein. Er ist auch ein Andersmacher mit gewesen und hat vor 20 Jahren den ersten Auftrag einer Montessori-Einrichtung hier in Franken mitgekriegt. Und ja, wenn man bei oder im Montessori-Kreis einen sehr, sehr guten Job macht, dann fliegt man jemanden wahnsinnig schnell mit weiter. Und so ist es mitgegangen. Bedeutet, ich bin die zweite Generation mit dabei als Versicherungsmakler für Montessori-Einrichtungen. Ich bin nicht alleine, wir haben mittlerweile, so wie in meinem Nachbarbüro hier mit dabei, wir sind mittlerweile 12 Köpfe bei uns im Büro und haben uns wirklich voll spezialisiert auf freie Bildungseinrichtungen, angefangen vom Kindergarten, über die Schule, über den Waldkindergarten. Und ich sage immer so schön, wenn man mich fragt, Dirk, was machst du denn beruflich? Dann sage ich, ich gehe jeden Tag in die Schule. Dann kommt erstmal die Neugierde, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kümmere mich um das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, kümmere mich aber auch um das Thema V wie Versicherung, Absicherung für eine Einrichtung. Und glaubt es mir, mein Job macht mir richtig viel Spaß. Ich liebe ihn auch mit dabei. Auch Versicherungen kann man lieben. Und ich werde euch hoffentlich so in den nächsten 30 Minuten mal mit zeigen, dass auch das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche auch ja, es ihren Weg gefunden hat und auch das noch nachhaltig. Aber ich nehme euch jetzt da einfach mal mit rein und zeige euch so. Ich würde euch gerne damit erzählen, wie könnt ihr als Einrichtungsleitung oder auch als Mitarbeiter in der Einrichtung den ökologischen Fußabdruck in eurer Einrichtung verbessern? Wie funktioniert denn das überhaupt? Ich bin ja auch ein ganz normaler Unternehmer. Ich habe eine Firma, ich habe 12 Kollegen, die hier mit rumspringen. Und bei uns fing dieses ganze Thema schon mal mit an. Das war mein bester Freund, der eigentlich den Grundstein dafür gelegt hat. Und der bei mir hier ins Büro reingekommen ist, der kommt aus Berlin. Und das Erste, wo er bei uns in der Teeküche mitstand, schaut er so runter. Meint, du hast PET-Flaschen hier mitstehen, wo euer Wasser mit drin ist. Finde ich ja gar nicht gut, weil Thomas macht Wasseraufbereitung. Heißt Wasseraufbereitung, oder Wasserfiltern, Vitalisierung. Und da meint er, Mensch, jetzt schmeißt mal als erstes mal eure PET-Flaschen raus. Und wir machen eins, wir bauen bei euch mal so eine Wasserfilteranlage mit ein. Heißt, ihr macht den Wasserhahn mit auf und da kommt Quellwasser dann am Schluss mit raus. Das ist eine Vitalisierung noch mit dabei. Coole Idee, okay. Und somit hat sich das dann alles Stück für Stück mit weiter aufgebaut. Und das ist das, was ich euch gerne jetzt mal mit zeigen möchte. Ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei, Beate. Ich gehe mal bei uns auf die Seite mit drauf und nehme euch
einfach mal bei uns hier auf die Seite mit dazu. Das ist die Webseite cop-online.de über COP und dann finden wir hier unseren ökologischen Fußabdruck. Wie eigentlich die ganze Geschichte bei uns mit weiterging, heißt, Ursprung war eigentlich die Wasserfilteranlage mit dahinter. Und die Wasserfilteranlage fanden wir damals schon alle ganz cool. Hier sieht man Wasseraufbereitung. Als nächster Schritt hat bei uns dann mit stattgefunden. Wir haben immer jeden Montag gemeinschaftlich eine Teamrunde und wir haben früher ganz normales Papier mitverwendet. Und in dieser Teamrunde haben wir immer Verbesserungsvorschläge, die wir mit besprechen. Dann sagte der eine Kollege, ey, warum haben wir denn eigentlich normales Papier noch? Lass uns doch umstellen auf Recyclingpapier. Das war der nächste Schritt mit dabei. Den sind wir schon vor 15 Jahren mitgegangen in diese Schritte. Dass wir dann auch gesagt haben, wir verzichten ganz, ganz bewusst auf PET-Flaschen. Dann, das hat Einzug erhalten bei uns, das Thema Ladestation E-Auto. Das ist jetzt insgesamt vor 2 Jahren mit gewesen, weil ich dann selbst mit gesagt habe, ich würde gerne ein E-Auto mitfahren. Das kann man ökologisch oder nachhaltig sehen, wie man will. Aber das war für mich der perfekte runde Schritt mit dabei. All unsere Kollegen, wie auch wir, werden mit Bio-Eiern mit versorgt. Ihr werdet jetzt lachen mit dabei, aber es ist wirklich so, wir haben, ich lebe in einem Mehrfamilienhaus, es ist ein 6-Parteien-Haus und ich habe den großen Vorteil, ich habe einen Garten unten mit dabei. Und meine Frau hat sich schon immer mit gewünscht, sie hätte gerne Hühner. Das war schon in der Kindheit nicht so. Dann habe ich meiner Frau zum 5. Hochzeitstag einen Hühnerstall geschenkt und 3 Hühner. Die bei uns jetzt ganz, ganz frei im Garten rumlaufen. Mittlerweile sind aus diesen 3 Hühnern 12 Hühner mit geworden. Und glaubt es mir, 12 Hühner produzieren eine Schachtel Eier pro Tag. In der Woche sind es dann 70 Stück. Und 70 Stück sind das Thema Eier hier bei uns mit gewesen, dass jeder plötzlich gesagt hat: Bring mir auch mal Eier mit, bring mir auch mal Eier mit, bring mir auch mal Eier. Das Thema Fairtrade hat auch einen gewissen Einzug bei uns mit erhalten, wo wir uns dann wirklich über das Thema Nachhaltigkeit im Kopf mitgemacht haben und gesagt, das war wirklich so eine Teamrunde, die wir bloß auf das Thema Nachhaltigkeit abgestellt haben. Dann kamen so die ersten Kollegen und meinte, du schau mal die Seife bei uns in der Toilette mit an, es gibt Fairtrade-Seifen. Dass wir uns wirklich dann über Putzmittel, über Kosmetik einen Kopf gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt tauschen wir hier noch mit aus. Dann kam das Thema Flüge, heißt, da ich bundesweit mitarbeite, ist eine Montessori-Einrichtung in Kiel, die schreit, ich bräuchte deine Hilfe, in Garmisch-Partenkirchen, in Berlin oder in Hamburg mit drüben. Irgendwann ist das wirklich, wenn man hier von Franken aus nach Kiel mit hochfährt, dann ist das sehr, sehr weit. Dann überlegt man dann doch mal, ich setze mich in den Flieger, fliege nach Hamburg, nehme mir von dort aus einen Mietwagen. Darauf haben wir in Zukunft ganz, ganz bewusst verzichtet mit darauf. Das Thema Online-Beratung, was ihr jetzt hier eigentlich seht, oder Zoom, das machen wir insgesamt seit 6 Jahren. Heißt, vor 6 Jahren hat da immer noch jeder gesagt, was, du willst mit mir über den Bildschirm sprechen, über die Videokamera. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Könntest du nicht zu mir kommen, lieber Dirk? Und glaubt es mir, die Pandemie hat mir hier sehr, sehr in die Karten mitgespielt. Heißt, wir haben einen kompletten Videoraum bei uns. Der ist nur ganz spärlich mit genutzt worden und mittlerweile ist dieser Videoraum von Vormittag bis spätabends mit ausgebucht, von mir und von meinen Kollegen. Heißt, wir versuchen, weite Fahrtwege komplett nur noch zu vermeiden und machen das alles wie über eine Online-Beratung hier mit drüber. Das Thema Mülltrennung, ich habe das schon in der Schule damals gelernt. Ich habe mich heute Vormittag mit einem Mandanten mit ausgetauscht und habe gemeint, wann hast du eigentlich das erste Mal Müll getrennt? Und dann habe ich gesagt, das fing bei mir schon in der Grundschule mit an. Und genau das führen wir hier mit weiter. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Mülltonnen bei uns in der Teeküche mitstehen. Das heißt, das Thema Mülltrennung, Müllvermeidung. Dann gibt es auch noch das Thema Bildschirmschoner mit dabei. Und das waren eigentlich unsere Bereitschaft. Also ich habe damit irgendwann mal angefangen. Meine Kollegen fanden das echt cool, den Gedanken, so mit der Wasseraufbereitungsanlage, dass sich automatisch bei uns irgendwie hochgeschaukelt hat.
Und egal, was wir jetzt mitmachen oder neue Projekte mit angehen, wir überlegen als erstes mal mit dabei, ist das nachhaltig und ist das ökologisch? Dazu kam noch eins, heißt, wie könnt ihr denn eigentlich auch als Einrichtung euren Fußabdruck mit, oder ökologischen Fußabdruck mit verbessern? Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie wir es machen, euch mal mit aufgezeigt, ob ihr das so mit umsetzen könnt. Ich denke, das Mülltrennung oder das Fairtrade oder Recyclingpapier ist für jede Einrichtung ganz, ganz leicht umzusetzen. Dann möchte ich euch noch mal in ein Thema mit reinnehmen, wie wir aus einer Tafel Schokolade einen ganzen Wald mitgemacht haben. Heißt, unsere Montessori- oder freien Schulen sind eigentlich bundesweit mit verteilt und so als ordentlicher Unternehmer macht man sich einen Kopf, was schenkt man denn zu Weihnachten seinen Kunden? Und dann haben wir wirklich ganz, ganz lange überlegt, ja, letztes Jahr werden sich einige erinnern können, das ist auch eine Kongressteilnehmerin, die Sandra, schaut euch den Beitrag mit an, dann haben wir ihr Buch mit verschickt. Vorletztes Jahr hatten wir was anderes mitgemacht. Heißt, ich habe über einen Ebel-Supermarkt, nennt sich der, der ist bei uns hier in Bayern relativ mitvertreten, habe ich plötzlich eine gute Schokolade mitgefunden. Und wenn ihr jetzt hier meinen Bauch sehen könntet, ich esse also sehr, sehr gerne Schokolade, dass ich mir mal diese Schokolade genauer angeschaut habe. Und sie hat auch sehr gut geschmeckt und plötzlich darauf gefunden habe, für jede 5 Tafeln Schokolade pflanzen wir einen Baum. Das fand ich eine coole Kiste, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich da jetzt 1200 Tafeln Schokolade verkaufe und die an all unsere Kunden in Deutschland weit rausschicke, dann habe ich 1200, jetzt nehme ich meinen Taschenrechner, geteilt durch 5 ist gleich, dann habe ich insgesamt 240 Bäume gepflanzt, fand ich schon sehr, sehr cool. War was Nachhaltiges einfach wieder mit dabei. Der zweite Weg war eigentlich mit dabei, dass wir gesagt haben, Mensch, da können wir was wesentlich Besseres mit draus machen. Und das wesentlich Bessere war, wir haben also dann eine Anleitung zu der Schokolade mitgeschickt, haben gesagt, holt euer Smartphone raus, Schokoladenseite zeigen, das funktioniert wie auf den Bildern hier unten, was ihr hier seht, und haltet eigentlich euch die Schokolade vors Gesicht, macht da ein Selfie mit dazu und schickt uns dieses Selfie per Post oder per Mail oder irgendwas. Ja, das hat aber nicht funktioniert. Heißt, wir haben kein Selfie per Mail mitgekriegt, sondern die Leute haben eins angefangen, sie haben sich die Schokolade vors Gesicht gehalten und uns bei Facebook gepostet. So, das ist der erste Coup, der uns da hier mit passiert ist. Und ich wache in der Früh auf und sehe dann schon über 30 Verlinkungen zu uns mit rüber oder zu meiner Person mit rüber, wo die Leute wirklich die Tafel Schokolade mit fürs Gesicht genommen haben und die Bilder plötzlich per Facebook mit eingestellt haben, weil sie wussten, für jedes Selfie, das sie posten, pflanzen wir einen Baum. Und das ganze Ding ist dann irgendwann mal viral gegangen, dass sich nicht bloß Kunden und Mandanten von uns die Tafel Schokolade, diese von mir mitbekommen haben, sondern die sind dann selber in den Supermarkt gerannt, haben sich die gute Schokolade mitgekauft und haben dann angefangen, über Facebook die Bilder mitzumachen. Also ich kann hier ewig nach unten scrollen, die Bilder, die hier mit entstanden sind. War eine wunderschön, da sieht man meins noch mit dazu, da sieht man auch ein so ganz bekanntes Montessori-Gesicht. Heißt, das waren so der Grundstein, wo wir gesagt haben, cool, wir pflanzen also für jedes Selfie einen Baum. Und dann sind wir auch irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, wir sind Versicherungsmakler, wie können wir noch was Gutes damit tun? Und dann haben wir irgendwann die Idee entwickelt, wir pflanzen für jeden Vertrag, der bei uns neu mit abgeschlossen sind, auch 2 Bäume. Ja, dass wir gesagt haben,
Wenn wir uns mal die Baumpflanzprojekte hier mal mit anschauen, heißt, wir haben insgesamt jetzt, die Aktion läuft über 2 Jahre jetzt, wir haben also insgesamt hier 1973 Bäume mitgepflanzt. Das geht über ganz, ganz verschiedene Stationen. Hab mal mit den allerersten Baum, das war eine schöne Aktion, den habe ich in Berlin mitgesetzt. Ich bin so ein Kind, das mal mit Techno aufgewachsen ist. Und es gibt die Love Parade. Und die Love Parade gibt es ja nicht mehr. Und dann ist ein Projekt in Berlin eigentlich mit Dr. Motte hat das mitgemacht. Heißt, ihr könnt euch diese kleinen Männchen hier kaufen oder ihr könnt euch eure Bäume hier mit dabei kaufen. Und dieses Kunstprojekt finanziert die Love Parade, die eigentlich dieses Jahr 2021 stattfinden sollte. Das ist also wirklich ganz groß in Berlin mit ausgestellt. Und dann habe ich gedacht, cool, das ist der erste Baum, den ich mitkaufe. Und somit habe ich hier ein Love Tree für die Love Parade einmal mitgesetzt. Aber wir wollen ja eigentlich richtige Bäume mit pflanzen, dass wir gesagt haben, okay, das war unser größtes Pflanzprojekt, das wir mitgehabt haben. Heißt, hier haben wir insgesamt über 1000 Bäume in Seeshaupt, das liegt in Bayern, mitgepflanzt. Wenn ihr euch das mal genauer anschauen wollt, es gibt auch noch ein Video mit dazu. Das ist das, was wir also so zu dem Thema Bäume pflanzen mitgemacht haben. Aber in dieses Thema auch mal mit reinzugehen und gesagt haben, was könnt denn ihr für eure Einrichtungen noch mitmachen? Ich bin selbst der Versicherungsmakler. Und wie kann ich meine Einrichtung jetzt etwas Gutes mit an die Hand geben? Und sage immer Einrichtungsleitungen oder Mitarbeitern, fragt mal ganz kritisch nach, wo wird dann das Geld in eurer Betriebsrente angelegt? Weil ich bin auch Betriebsrentenberater und das ist bei mir eigentlich genau dieser Punkt, wenn ich mit jemandem aus der Montessori-Einrichtung zusammensitze oder aus einer freien Schule. Man hat ja nicht den Weg der Regelschule mitgenommen, sondern man ist ja bewusst schon einen anderen Weg mitgegangen, weil man manche Sachen ja auch mal ganz, ganz kritisch mit nachgefragt hat. Und als Betriebsrentenberater, Mensch, da hat man sich vor 20 Jahren gar keinen Kopf gemacht und hat gesagt, Betriebsrente, ja, wird bei Versicherer A, B oder C oder D mit angelegt und am Schluss kriege ich eine Rente dort mit ausbezahlt, also von meinem Betriebsrentenkonto und ich habe mein Thema Alterssicherung mit erledigt. Bis ich dann wirklich mit den ersten Lehrkräften oder Erziehern zusammengesessen bin und die haben mich mal gefragt, wo wird denn mein Geld eigentlich angelegt? Und dann sage ich, ja, beim Versicherer. Dirk, das langt mir nicht. Wo legt denn der Versicherer überhaupt sein Geld mit an? Dann habe ich gesagt, du warte mal, ich bin in Stocken gekommen, weil ich es eigentlich selbst nicht zu 100% beantworten konnte. Und dann habe ich mal selbst zum Nachforschen mit angefangen und habe gesagt, du lieber Versicherer, wo wird denn eigentlich das Geld der Lehrkräfte oder Erzieher mit angelegt? Dann sagt der Versicherer, ja, bei mir. Ich hätte gern mal ein bisschen mehr Informationen darüber. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne den Anlagebericht mit dafür. Ja, und dann sind wir weiter und tiefer in die Themen mit reingegangen. Und wo legt ein Versicherer Geld an, wo er Rendite erwirtschaften kann? Und Rendite lässt sich ganz gut erwirtschaften. Gerade, ich spreche es genau an, weil wir in der Pandemiezeit sind, in dem Thema Pharmazie lässt sich sehr, sehr viel Geld mitverdienen. In dem Thema Rüstung lässt sich sehr, sehr viel Geld mitverdienen. Und dann habe ich mir selber die Frage gestellt und gesagt, ey, ist denn das überhaupt das Passende für meine Lehrkräfte und Erzieher, die ich mit berate? Weil sie ja bewusst einen ganz, ganz anderen Weg mitgehen und wir eigentlich auch nachhaltig ökologisch mitdenken. Also das kann nicht sein. Und dann haben wir uns schon vor, es ist jetzt 12 Jahre her, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir würden gerne einen Betriebsrentenversicherer mitfinden, der eine ökologische, nachhaltige Betriebsrente mit anbieten kann und das auch noch per Zertifikat nachweisen kann, dass sein Geld nur in Windkraft, Solarenergie, Wasserturbinen mit eingesetzt wird. Das war
eigentlich nachhaltige Energien mit angelegt wird. Also weit weg von Rüstung, Pharmazie, Modebranche, da bin ich automatisch in der Kinderarbeit Bangladesch mit dabei. Das war ja eigentlich das Gewünschte. Und wie wir dann ganz, ganz lang gesucht haben, wir haben die Versicherer wirklich gequält mit dafür, Anlageberichte gewälzt und gewälzt, bis wir dann den passenden Partner mit dafür gefunden haben und dann gesagt haben, okay, ich kann Lehrkräfte, Erzieher, Verwaltungsangestellte in den Einrichtungen beraten über eine ökologische, betriebliche Altersvorsorge, die auch noch nachhaltig ist. Und das war so dieser Startschuss vor über einem Jahrzehnt, dass wir gesagt haben, okay, bei uns kommt selbst gar nichts mehr anderes in die Tüte, auch wie unsere Mitarbeiter, wie ich selbst, dass wir gesagt haben, wir beraten dieses Thema noch. Das ist für euch auch eine Möglichkeit, in der Einrichtung euren ökologischen Fußabdruck zu verbessern, mal darüber nachzuschauen, wo wird überhaupt das Geld der Mitarbeiter oder von euch selbst mit angelegt, dass er da mal ganz, ganz kritisch mit nachfragt. Also es gibt ökologische, nachhaltige Lösungen mit dafür. Gibt es auf unserer Seite mal auch mit nachzulesen. Ganz lange Artikel auch darüber, über das Thema Geldanlage. Oder ihr googelt mal den Namen Dirk Laufer. Da kommen, glaube ich, ganz viele Berichte darüber, weil ich wirklich ganz, ganz kritisch mit nachfrage. Und das für mich, wie auch für meine Mitarbeiter oder für unsere Kunden, überhaupt nicht mehr mit Frage kommt, dass wir Themen wie Rüstungsindustrie, Kinderarbeit, Bangladesch und, hier mit rein. Das ist also eine Möglichkeit, bei euch auch in der Einrichtung den ökologischen Fußabdruck mit zu verbessern. Ganz stolz bin ich auf ein Video, das ist jetzt heute auch bei Facebook mit veröffentlicht. Heißt, wir machen ja die ganze Geschichte weiter, dass wir sagen, wir pflanzen pro Vertrag 2 Bäume. Heißt, ihr werdet das in der Facebook-Gruppe von Beate und Andreas auch mal mitsehen. Da habe ich euch dieses Video heute auch schon mal mitgepostet. Das war von unserer Pflanzaktion, die ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her. Das war im fränkischen Seenland. Haben wir neue Bäume wieder gepflanzt. In unserem ersten Projekt haben wir aufgeforstet, also einen bestehenden Wald mit 1000 Bäumen neu mit versorgt. Jetzt war es uns mal wichtig mit dabei, dass wir eine brachliegende Fläche mitbekommen und die dann wirklich nicht bloß mit kleinen Stecklingen mit versorgen, sondern das waren Buchen, Elsbeeren und Eichen, die schon über 50 Zentimeter mit groß waren. Schaut euch dieses Video mal auf der Facebook-Gruppe mit an. Wird euch, denke ich, sicherlich viel Spaß machen. Das war ein Thema, was ich eigentlich euch mal mitgebracht habe. Heißt, ökologischen Fußabdruck mit verbessern, als Einrichtung, als Mitarbeiter oder als Einrichtungsleitung mal wirklich kritisch nachzufragen, was kann ich denn bei mir in der Einrichtung zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie mit verbessern, angefangen wirklich von Recyclingpapier und dann sukzessive mal mit nachfragen und als letzter großer Schritt, vielleicht ruft er mich auch irgendwann mal mit an und sagt, okay, ich habe mal ganz kritisch bei meinem Betriebsrentenversicherer mit nachgefragt, ich glaube, wir sollten jetzt mal ein Gespräch führen. Das ist der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, das aber auch hier im Kongress um ein zweites ganz, ganz wichtiges Thema geht. Das ist das Thema Digitalisierung. Zu meiner Digitalisierung mit hin, wie ich am Anfang eigentlich erwähnt habe, ich bin Familienbetrieb, zweite Generation mit dabei. Und mein Papa ist jemand, der mag Papier wahnsinnig gerne. Früher wurden alle Kundenakten, jeder Kunde hat einen einzelnen Ordner mitgehabt und hat mich jemand angerufen. Dann habe ich erstmal gesagt, stopp, ich gehe mal an unsere großen Aktenschränke mit hin, hol mir den Ordner mit raus, habe mir das mit angeschaut und habe damals schon zu meinem Papa gesagt, boah, ich würde hier eigentlich gerne was mit ändern dran. Mittlerweile arbeiten wir voll digital, das hat aber auch ein Jahrzehnt
dafür gebraucht. Alles einzuscannen, alles zu digitalisieren, Prozesse zu digitalisieren, die natürlich ineinander laufen. Das fängt mit der Online-Beratung an, dass ich dann nicht mehr sage, ich schicke Ihnen irgendwelche Unterlagen zur Unterschrift mit zu, per Post vielleicht auch noch. Und der unterschreibt es, dann liegt ein Rückumschlag, so kenne ich das von früher, Rückumschlag mit dabei. Und dann wird es unterschrieben, Rückumschlag mit rein. Und es vergehen wieder Wochen mit drin. Mittlerweile sind meine digitalen Unterschriften mit dabei. Also auch Arbeitsverträge, die ich zum Beispiel mit abschließe. Das erste Interview führe ich immer über das Thema Zoom. Und ja, so einen Arbeitsvertrag unterschreibe ich schon sehr, sehr gerne hier live mit vor Ort mit meinem Bewerber. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass wir Arbeitsverträge dann direkt per das Programm, es gibt ein spezielles Programm mit dafür verschickt haben für eine digitale Unterschrift. Der sitzt dann halt an seinem Smartphone oder an seinem Tablet, unterschreibt die ganze Kiste und 2 Sekunden später ist es das bei mir. Aber das Thema Digitalisierung verbirgt auch wahnsinnig viele Risiken mit dahinter. Also ich bin ein absoluter Fan mit davon. Wenn ihr jetzt wieder meinen Bauch sehen würdet, also aufstehen und zum Kopierer mit vorzulaufen, das mache ich nur noch ganz, ganz selten. Also ich habe alles bei mir hier auf dem Rechner drauf, angefangen von Kennzahlen, angefangen von Kundendaten. Da ich auch Versicherungsmakler bin, mache ich auch das Thema Arbeitskraftabsicherung. Und da hängen auch Gesundheitsprüfungen von Kunden mit dabei. Wo waren Sie die letzten 10 Jahre im Krankenhaus? Wo waren Sie die letzten 5 Jahre beim Arzt? Das ist das Thema Digitalisierung, natürlich auch Risiken mit sich gebracht hat. Das Thema Risiko, Datenschutzbeauftragter, das war dann das Erste, wo wir uns, wie wir den Schritt gehen wollten, mit auseinandergesetzt haben und haben gesagt, wenn wir voll digitalisiert mitarbeiten und besonders schützenswerte Daten haben, wie Religion von einem Montessori-Mitarbeiter und, dann mussten wir natürlich auch sagen, okay, wie können wir unsere Daten mit schützen? Und so kam, so bildet sich das Netzwerk wieder. Achtung, ihr solltet mal den Kongressbeitrag von Thilo Körner Consult euch mit anschauen. Da geht es um das Thema Datenschutz, den ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Aber damit haben wir uns auch befasst. Also als erstes einen externen Datenschutzbeauftragten geholt. Ja, dann ging dieses Thema mit weiter. Heißt, jeder ist von uns mit Rechnern versorgt worden. Und ja, ihr bekommt sicherlich auch ab und an mal eine Spam-Mail, wo man verleitet wird. Das letzte Große, was ich gekriegt habe, ich bin ein ganz neugieriger Mensch, ist halt einfach so, dass ich über Facebook eine Nachricht gekriegt habe und Dirk, schau mal, du bist in diesem Video. Und dann ins Link mit runter. Und ich denke mir, soll ich der ganzen Kiste trauen oder nicht trauen? Das ist immer so wirklich die Frage mit dahinter. Dass wir uns dann auch darüber einen sehr, sehr großen Kopf gemacht haben, wie schütze ich meine Daten mit dabei? Das fängt also wirklich damit an, dass ich mir als erstes einen externen Datenschutzbeauftragten genommen habe, dass wirklich ein externer bei uns bewusst reinkommt, auch jedes Jahr wieder neu reinkommt und sagt, wie müssen wir uns datenschutzrechtlich mit aufstellen. Er prüft uns auch jedes Jahr, also es gibt ein Audit, das dann mit stattfindet. Ich kann das jedem sehr, sehr ans Herz legen, der mit personenbezogenen Daten mit umgeht. Und das Zweite, was ich eigentlich jedem ans Herz legen kann, das ist halt wieder, wenn es zum Worst Case kommt, heißt, ich bin V wie Versicherungsmakler, habe ich vorher gesagt, heißt, ich bin derjenige da, der absichert, wenn es zum Worst Case mitkommt, wenn ein Server gesperrt wird, wenn Kundendaten oder Daten von Schülern, von Kindern mal plötzlich im Internet mitlanden, weil irgendein Hacker das abgezogen haben vom Server. Viele Einrichtungen berechnen auch die
Die Beiträge, die Monatsbeiträge für ihre Schüler aufgrund Gehaltssituationen, heißt, boah, da gibt es ganz, ganz heiße Kisten, die dort mitgespielt werden. Und wenn sowas dann mal öffentlich im Internet zugänglich ist, dann ist wirklich der Worst Case mit da, heißt, oder der Server mit gesperrt wird. Das kann nicht. Also unsere Mitarbeiter bekommen alle 4 Monate lang eine Schulung, heißt über neue Viren, über neue Trojaner, über neue Möglichkeiten, was Phishing mit betrifft. Heißt, jeder sitzt an einem Rechner, jeder hat Outlook mit offen, jeder bekommt Spam-Mails. Und glaubt es mir, für mich wäre es der Worst Case, wenn irgendjemand mal da drauf drücken würde. Ist keine schöne Geschichte. Was ich euch noch mit vorbereitet habe, hier um wirklich mal in das Thema Schule mit reinzugehen. Ich gebe noch mal meinen Bildschirm mit frei. Und gehackter Distanzunterricht sorgt für Wirbel. Wenn Grundschüler statt ihres Lehrers Pornos oder Nazi-Hetze auf dem Bildschirm mitsehen, heißt, da gehen wir dann in den Digitalunterricht mit rein. Heißt, das Netz ist voller solcher Beispiele mit dabei und das sind wirklich dann keine schönen Geschichten, weil dann kommen wir wirklich in einen Datenschutzverstoß mit rein und mit dabei. Ich habe euch noch eine Lösung mitgebracht. Das würde ich gerne so die letzten 2 Minuten nochmal mit erwähnen. Heißt, angefangen, nennt sich Cyber-Hacker-Versicherung. Heißt, wenn ihr mit betroffen seid und bei euch wirklich einen Hackerangriff mit habt und Server ist gesperrt, Schulzeugnisse landen im Internet, Plattformen werden gehackt von den Eltern, die Gehälter werden online mitgestellt oder jemand verschafft sich zum Online-Banking Zugriff. Es gibt so viele Sachen mit dabei. Das würde ich euch gerne bloß noch an die Hand geben zum Thema Digitalisierung. Hier gibt es, das ist relativ neu eigentlich. Heißt, vor 3 Jahren kam die erste Cyberversicherung mit auf den Markt. Da haben wir uns die angeschaut und gedacht, nee, die ist noch nicht gut genug, das so in den Kreis der Bildungseinrichtungen mitzubringen. Aber die werden von Jahr zu Jahr, das kann man relativ schön mit einem Smartphone vergleichen, das ist das erste Smartphone, wenn man sich das heute anschaut, dann sagt man, und das mit heute mal mit vergleicht. Diese Produkte werden besser, 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 weil wesentlich mehr Erfahrungsberichte mitkommen. Und ich war letztes Jahr auf einer Schulung und habe mir, das ging über den ganzen Tag, über das Thema Hackerangriffe, Cyber. Ihr müsst euch nicht vorstellen, dass da so ein kleiner Hacker irgendwo im stillen Kämmerchen mitsitzt und das sagt, boah, die Montessori-Schule, die hätte ich gerne. Sondern das läuft eigentlich ganz, ganz anders ab. Heißt, hier wird Schadsoftware millionenfach in den E-Mail-Verteiler mitgelegt. Und ich kenne so den Spruch, jeden Tag steht ein Dummer auf, man muss ihn nur mitfinden. Und so ist es auch, ob der jetzt in einer Bildungseinrichtung sitzt oder ob der, wir hatten letzten, Entschuldigung. Das ist auch noch nicht mal unbedingt ein Dummer, sondern das ist teilweise ja so klasse gemacht, dass du denkst, das ist eine Mail für dich. Wir hätten letztens bei unserem Klinikum hier in Fürth einen Komplettausfall mit dabei. Das ganze Klinikum ist geschlossen worden, heißt, es konnte nicht mehr weitergearbeitet werden. Es sind dann wirklich Patientenakten und. Also es gibt viele Beispiele mit dahinter. Und glaubt es mir, das kann so schnell diese ganze Geschichte mit passieren. Und die sind echt gut gemacht mittlerweile. Passt also auf als Obacht. Das ist mein Schlusstipp. Immer erstmal so 2-mal mal mit Nachfragen, auch mal die Domain anschauen, wenn euch ein Link mitgeschickt wird oder ein Anhang mitgeschickt wird. Passt auf euch. Das sind so meine Schlussworte. Passt auf euch. Bleibt gesund. Und schaut eure E-Mails immer 2-mal mit an, die ihr mitbekommt. Wenn ihr eine Lösung dafür braucht, freue ich mich auf euren Anruf. Ja, super, lieber Dirk. Jetzt wissen wir auch, warum du der Andersmacher bist, weil also, man hat ja so eine Vorstellung von so einem Versicherungsmann.
Also da bist du ja wirklich total anders. Und das ist ja auch, warum das alles so gut zusammenpasst und warum ich dich auch eingeladen habe, genau darüber zu sprechen. Vielen herzlichen Dank. Während deines Vortrags, ich habe ja immer so Ideen. Du hast anfangs ja das gezeigt, was ihr so in Richtung Nachhaltigkeit tut. Mhm. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wir haben ja so viele tolle Einrichtungen, da gibt es bestimmt noch ganz viel, viel mehr solcher tollen Sachen, die da gemacht werden. Das ist jetzt so ein Anstoß, weil wir arbeiten ja auch relativ eng zusammen und wir machen ja auch ab und zu Workshops zusammen. Also meine Idee ist, irgendwie wirklich so eine Sammlung zu machen, dass jeder mal sagt, was er so für Aktionen macht, was er nachhaltige Projekte macht. Das fände ich jetzt nochmal eine gute Sache. Da sollten wir unbedingt in den nächsten Tagen uns nochmal drüber unterhalten, was wir da noch irgendwie machen können. Das finde ich ein total spannendes Thema, weil manchmal ist es ja so, du brauchst wirklich nur erstmal ein Beispiel, eine Idee. Jeder will ja was machen, aber es hat ja nicht jeder alle Ideen. Und so dieses Zusammensein, jeder bringt seine Ideen zusammen und die anderen können davon profitieren. Das fände ich halt nochmal eine spannende Sache. Ich weiß, das auch für. Mir ist gerade nochmal, weil du das gerade gesagt hast mit Ideen, glaubt es mir, es ist sehr, sehr schwierig, einen Wald zu bekommen, wo man Bäume pflanzen kann. Also wir haben Presse angeschrieben und haben gesagt, wir suchen Grundstücke, wo wir Bäume pflanzen können. Wenn ich jetzt die Chance mit habe, hier zu sagen, okay, hat jemand von euch einen Wald, meldet euch bitte bei mir. Braucht ihr für die Einrichtung für euch Kirschbäume, Pflaumenbäume, Apfelbäume etc.? Wir suchen immer wieder Pflanzprojekte. Also ruft mich an, schreibt mir eine Mail und Beate, wenn du das mit in die Hand nehmen könntest, da nochmal zum Thema Nachhaltigkeit, wie eine Art Forum, Gedankensammlung, Ideensammlung zu machen, finde ich das echt klasse. Herzlichen Dank mit dafür. Ja, das ist, weißt du, ich habe jetzt ja so aufmerksam zugehört und da kam das halt. Du hast ja selbst eine Facebook-Gruppe von dem Netzwerk. Also wir können das ja sagen, also der Dirk und der Johannes und Sandra und wir arbeiten ja auch wirklich sehr intensiv miteinander zusammen. Und da gibt es auch eine Facebook-Gruppe. Vielleicht können wir die ja nehmen oder wir machen eine neue Idee. Also wir lassen uns da was einfallen. Also, ist jetzt so eine spontane Idee. Wir werden es euch dann auch wissen lassen. Also machen wir was draus. Ja, da habe ich dich ja so überfahren, aber ich weiß, du bist ja für so Sachen offen. Also das ist sehr gerne. Und ich habe die Chance genutzt. Also wer einen Baum braucht, wer Apfelbäume, Kirschbäume oder irgendwas für seine Einrichtung braucht, ja, oder auch, auch jetzt noch den nächsten Gedankengang. Du sagst ja, ihr sucht immer Grundstücke, wenn jemand wirklich ein Grundstück hat oder weiß, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Das ist ja auch immer so eine tolle Sache. Danke. Genau. Das ist ja das, was ich so toll finde an dieser Community, dass man sich so gegenseitig befruchtet, beflügelt und unterstützt und miteinander tolle Sachen ausbrütet. Das spricht mir jetzt mal wieder so voll aus dem Herzen. Also von daher werden wir auch nach dem Kongress dann noch was von uns hören lassen. jetzt nochmal die praktischen Dinge. Wir haben ja eine Kongressseite für jeden Tag und da werden wir auf jeden Fall dann auch deine Kontaktdaten und auch den Link jetzt für die kleinen Videos, wer sich das nochmal in Ruhe anschauen will, das können wir dann ja da veröffentlichen und vor allen Dingen auch mit dir selbst Kontakt aufnehmen. Das ist ja so, ihr habt jetzt ja erlebt, wie locker Dirk ist und kein Versicherungsmakler. Der Andersmacher, genau. Ja, lieber Dirk. Magst du uns noch einen Schlusssatz, ein Schlusswort, irgend noch was Nettes sagen? Ich spare mir jetzt das mal, bleibt gesund. Ich bin derjenige, der sagt, Digitalisierung, schaut eure E-Mails bitte zweimal mit an und welche Anhänge mit dahinter hängen. Ansonsten herzlichen Dank für die Einladung, Beate. Macht dir noch einen hübschen Nachmittag. Viel Spaß bei der nächsten Kongressaufzeichnung und herzliche Grüße aus Franken jetzt. Danke sehr, mach's gut. Ciao, vielen Dank. Tschüss.